So, da sind wir wieder zurück zu Brave Frontier RPG, kurz vor den 20 Energie, die wir brauchten für die, für dieses komische Zell-Level. Mal gucken, ob es überhaupt noch da ist. Ja, 4 Stunden ist noch da, also haben wir noch Zeit ohne Ende. Wir können wieder eine neue Beschwörung machen. Anscheinend wurden unsere Einheiten mal, oder ja doch, unsere Einheiten so oft ausgeliehen, dass wir jetzt eine Beschwörung machen können. 200 Ehrenpunkte verfügbar. Und ich habe beim Wiki gelesen, ja okay, eine normale, langweilige Karte, dass jedes Mal, wenn man eine Einheit ausleiht von einem Freund, jedes Mal jeder 10 Ehrenpunkte kriegt. Das heißt, du kriegst 10 Ehrenpunkte und der andere kriegt 10 Ehrenpunkte. Jedes Mal, wenn einfach nur eine Freunde-Einheit benutzt wird. Finde ich total cool. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe mal diese Ehrentropfen vergeben, weil die wollten ja auch, die sind ja für die Wiederbelebung wichtig, wenn ich mal überhaupt was geben könnte. Leider, leider nicht gerade. Ja, ich habe zu viel im Wiki rumgeschaut, um dann zu sehen, oh scheiße, was das alles später kosten wird. Ist ja Wahnsinn, ey, wirklich. Dass du da teilweise 200.000 Karma brauchst, um da was zu upgraden. Das ist einfach nur krass. Würde ich sagen, nehmen wir mal den Berg einfach mit. Ich würde sagen, als Ziel setzen wir uns jetzt mal, alles auf Level 10 zu bringen. Synthese ist ja schon Level 10. Ja, 10.000 danach, ich glaube, 40.000 kostet dann der Berg. Das ist schon heftig. Ah, wir kriegen jetzt lila Augen. Gut, Startseite, 20 Punkte haben wir. Dann würde ich sagen, machen wir mal beim Wirbeltor das goldene Gewölbe, die Berge von Zell. Das zweite, denke ich mal, werde ich mal machen. Da gab es ja ordentlich an Erfahrung. Das ist auch das, warum ich das eigentlich mache. Die Erfahrung, die ist echt krass. Jetzt brauche ich aber noch eine schicke Einheit. So, nehmen wir entweder den hier mit. Ich glaube, das war so ein Defensiver, ne? Ja, war ein Defensiver Loch Ness. Dann nehme ich den lieber nicht mit. Nehmen wir den Doc Reddy mit. Mit seinem Heiliger Meister Aim. Das sieht gut aus. Nehme ich mit. Mit einem Mechschwert als Sphäre. Und ja. Machen wir Go. Ich habe beim Wiki mir eigentlich alles angeschaut, was dort ging. Da gab es so viel Zeug, interessantes Zeug. Ja, okay, jetzt haben wir so eine Donnertusse dabei. So eine Elfe dabei, die jetzt nicht unbedingt toll ist. Wir nehmen sie trotzdem mit. Krass, also ich weiß jetzt eigentlich alles über das Spiel fast. Also noch nicht komplett, aber so von den groben Zügen her. Schon cool, was es hier so alles gibt später noch. Ja, okay, da haben wir schon mal sehr ungünstig natürlich. Schauen wir mal, Alter. Das Schwert, wie jetzt, das war alles? Das war alles? Na, ist ja traurig. Oh Gott, ob das die 20 Punkte wert war. Ich hätte mir ein anderes Team mitnehmen sollen. Das ist einfach nur schlecht irgendwie. Oh Gott, ich bin sowas von am Arsch. Ich glaube, ich bin sowas von am Arsch. Na gut, werfen wir noch nicht den Flint ins Korn. Das kriegen wir sicher irgendwie hin. Erstmal das Zell alles abfarmen hier. Aber wie die Erfahrung möchte. Was ist denn das für eine Karte, Alter? Der hat da gar nichts drauf. Ja, komm, tötet ihn gleich noch. Was soll denn die Kacke? Was ist das für eine schlechte Karte? Die hat da gar nichts, wirklich nichts drauf. Schade. Schade um 20 Energie. Von der Fee sollte ich mal die Dings mitnehmen. Den Brave Burst nutzen, meine ich. Ja, also Doc Reddy, erzähl mir mal, was die Kacke soll. Was hast du denn da für eine scheiß Einheit dabei? Was ist da los? Tell me. So, da kann man die benutzen. Tschu, Fee. Na, komm mal, hauen wir das noch mit rein. Ne? Weißt du, ist so eine riesen Einheit und hat nichts drauf. Null. Das ist ja traurig. Tja, sehr merkwürdig. Also solange unsere Fee, Alter, das war ein Crit. Aua. Solange unsere Fee mal ein bisschen was drauf hat mit ihrem Heilen, das passt schon. Tschu, tschu, tschu. So, kann die töten? Natürlich nicht. Schauen wir mal, ob der wenigstens ein bisschen Schaden macht. Naja. Minimal. Minimal. Also das ist wirklich traurig, weißt du, so für so eine riesen Einheit habe ich da schon ein bisschen mehr erwartet. Keine Ahnung, was das für eine Einheit soll. Sein soll.
Ja, wieder 2000 Seelen dazu. Hauptsache, ich krieg das selber und die Erfahrung dann am Ende. Ich hoffe mal, ich krieg's einfach durch. Wäre sonst sehr, sehr, sehr schlecht. Da haben wir wieder zwei. Na, die muss ich gleich mal töten, die Rahmen. Ja, die sind gefährlich für meine Einheiten. Ah, nehmen wir jetzt auch noch gleich noch mit die Qualenklinge. Oh, eine Arme ja schon mal. Eine Arme ja auch schon tot. Mein Gott. Puh. Ja, schick. Vier von sieben Battles. Oh, guck mal, meine heilige Meister Aim ist wieder ready. Mit dem Burst, okay, hat er kein Damage, ne? Schon klar, warum das ready ist. So, Fee. Ach, schaffst du wieder nie. Ich hab, oh, doch, jetzt hast du es hingekriegt. Toll, toll, toll. Okay, sollte tot sein. Da haben wir den schon mal wieder weg. Ja, ist doch ein ganz ordentliches Team. Dafür, dass die zwei Nachteile. Autsch. Dafür, dass sie zwei Nachteile hat. Das war knapp gewesen, fast wäre die gestorben. Das wäre ungünstig gewesen, weil die Heilung bräuchte ich dann doch schon gerne mal weiter in meinem Team. Go, Brave Bursts! Ich glaube, es gibt hier irgendein von den beiden Liedern, oder, weiß nicht, Heiliger Meister Aim, hat, glaube ich, eine Fähigkeit drin, dass er die Dings erhöht. Die BB, die hier die Brave Bursts. Die Brave Bursts pro Runde, so die ein bisschen die Leiste aufladen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade ein bisschen was dazu bekommen. Hier von meiner Fee. Aber jedes Mal, wenn man nur gewinnt. Also jedes Mal nach jeder Runde. Oder? Nein, Tatsache, jede Runde. Ihr habt es gerade gesehen? Ja, komm, töte sie, das gibt's doch nicht, Alter! So ein beschissener Dreck. Einfach nur traurig. Ja, schade. Komischerweise, dass wieder mein einziger Heiler getötet wird. Ist ja nicht so, dass alle anderen Full Life sind. Nein. Der Heiler ist das einzige Ziel wieder mal in meinem kompletten Team. Die Wiederbelebung möchte ich jetzt ungern dafür benutzen. Das lassen wir dann doch lieber mal. Er sollte tot sein. Die Fee ist natürlich noch nicht tot. Kriegt er schon hin, hoffentlich. Die 500 Schaden, die es da vielleicht macht. Oh Gott, diese Einheit ist so peinlich. Vielleicht wurde sie auch nur wegen dem Brave Burst mitgenommen, was ich mir gut vorstellen kann. Trotzdem will ich sowas nicht in meinem Team haben. Ja, das hätte ich jetzt was anderes gedacht, dass sie ein bisschen stärker wäre. Aber gut. Wir haben es ja gleich durch. Zwei Einheiten, davon so eine Rieseneinheit, gerade mal ein bisschen unter Half-Life. Ja, Brave Burst fast alle ready. Einen ganzen Schaden. Meine Fee ist leider immer noch am Krippeln, abnippeln. Keine Wiederbelebung. Ne, ich will sie nicht unbedingt dafür benutzen. Und da haben wir wieder ein Dings bekommen, ein Juwelengeist. Warning. So, jetzt haben wir zwei oder ein, ja doch ein paar Geister davon. Ein paar mehr, wa? Ah nein, der Juwelenkönig, okay. So, die sind glücklicherweise nicht unbedingt immun gegen meine Angriffe. Das finde ich schon mal toll. Dann können wir einen Zyklopen gleich mal wegratzen. Heftig, heftig, Oh, da ist einer paralysiert. Arme Sau. Tja, passiert. Nein, doch nicht. ATK noch. Nach oben? Ja! Das ist so witzlos. Stop that! Niu! Alter! Wenigstens schon mal ein Zyklop tot. Ist ja peinlich, Mann. Das Team kann gar nichts. Ja, 537. Mega krasser Damage. Eieiei. Nee.
IEM lasse ich dann, aber IEM, was ich den letztes Mal mitgenommen hatte, war doch mega stark gewesen. Was ist los? Vielleicht war es nicht dieser heilige Meister IEM, sondern Kriegsgott IEM oder so, keine Ahnung, wie der hieß. Mann, drück dich mal auf zurück, wenn ich hier draufklicke, du Scheißding. Zyklop ist gleich tot. Einmal alles draufhauen, dann wird wahrscheinlich die Runde auch noch nicht reichen. Glück gehabt. Ja, die Erfahrung darf ich natürlich nicht aus den Lappen gehen lassen. Ja, durch die Lappen gehen lassen. Die ist einfach unglaublich. Das sind einfach 5 oder 6 von den normalen Stages, die ich hier kriege. An Erfahrung. Und kriege ich den Gott. Ja, ich glaube, den kriege ich immer hundertprozentig. Das war, glaube ich, der garantierte Drop. Ja, also kein IEM, Heilige Meister IEM mehr mitnehmen. Der ist ja wirklich unglaublich schlecht. Sehr, sehr traurig. Juhu, Level. Und da haben wir die Energie voll. GG. Geile Sache. Theoretisch kann ich das gleich nochmal machen. Ja, theoretisch kann ich das, ne? Die ganze Zeit rumfarmen. Ich bin immer überlegen, tue ich das oder tue ich es nicht. Ich brauche bessere Level. Obwohl, brauche ich eigentlich bessere Level? Ich brauche mehr Energie, das ist das Einzige. Nehmen wir Donner-Elsie mal mit. Ne, wir machen nächsten Part, machen wir in der normalen Story wieder weiter. Ich habe jetzt erstmal genug Zell, denke ich mal. Hoffe ich mal. Fusieren wir noch ein paar Einheiten. Den komischen Lava-Gott muss... Nach oben hier, nach oben. Ja, aber wir haben nichts. Das bringt mir einfach nicht viel. Das ist ja nur zum Dings gewesen. Eigentlich zum Verkaufen sind die Dinger hier. Die Juwelen-Dinger, deswegen heißen die Juwelen. Weil sie einfach mal Gold bringen. Deswegen, wenn man die jetzt verkaufen wollen würde, dann könnte man die jetzt verkaufen für... Nee, das war's nicht. Für 20.000, 40.000, 47.000. Werde ich wahrscheinlich machen. Ich werde die einfach verkaufen. Die bringen halt ein bisschen mehr als... Ich verkaufe sie. Ich hätte sie auch nicht fusionieren dürfen. Denn da hätte ich halt ein bisschen mehr Zell bekommen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Mal... Ich weiß nicht, mache ich das wirklich jetzt weiter? Es kommt jedes Wochenende kommt das goldene Gewölbe. Und ich finde es geil, einfach nur geil. Vielleicht sollte ich einfach mal... Ach man, das ist so eine Spielentscheidung, das gibt's doch nicht. Die Lady mit der eisernen Faust. Das werde ich irgendwann später mal machen. Ganz, ganz, ganz später. Aber nicht jetzt, Mach ich nicht weiter mit dem Asekütödnis. Asekutödnis. Brauche ich denn nicht mein Wasserteam? Gute Frage. Jetzt bin ich verwirrt. Ich würde sagen, wir machen kurze Pause. Sehen uns im nächsten Part wieder von Brave Frontier RPG. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.